Jo, Freunde, da ist er wieder, euer Freizeitsnäge, und heute gibt es mal ein paar Sachen, die ich ansprechen muss. Deshalb auch kein Review, aber nachher kommt vielleicht noch eine. Oder ja, morgen, mal gucken. Nämlich war ich viermal bei Edeka, ne? Und wollte mir Chips frisch gesalzen holen. Und die sind einfach kein einziges Mal da. Ich meine, ist das so schwer, mal ein paar Chips frisch gesalzen zu bestellen? Erstes Mal ist ja okay. Zweites Mal war ich da, waren die Regale komplett leer mit den Chips. Drittes Mal war ich da. Was war da? Keine Chips! Alle wollen die mich verarschen? Und jetzt war ja mal gestern da, ne? Und was gab's im Chipsregal? Chips frisch, aber oriental. Und dann denke ich mir, hat da der Burak eingekauft oder was? Sind so 80 Tüten von Oriental da? Eine einzige Tüte Ungarisch, aber die habe ich ja schon mal reviewt. Und keine einzige gesalzt, ne? Dachte ich mir, machst nichts draus, gehst mal zu Aldi. Und was haben die da? Alle drei Sorten Chips frisch, die ich schon reviewt habe, aber keine gesalzenen. Das haben die gar nicht in ihrem Sortiment drin. Und da frage ich mich einfach nur, sind die komplett geistig behindert? Weil, wie kann man drei von vier Sorten haben, aber nicht vier von vier? Irgendwas muss bei denen echt falsch gelaufen sein. Ja, dann dachte ich mir so, Lidl haben die bestimmt. Also Lidl hat bestimmt so eine Chips, ne? Und Lidl hat einfach gar nichts, Mann. Keine Chips frisch, alle, das sind mit Abstand die beliebtesten Chips in Deutschland und die haben die einfach nicht drin in ihrem Scheißladen, Alter. Ich bin so fucking angepisst, ne? Ich war irgendwie tausendmal bei irgendwelchen Supermärkten, ne? Und kein einziger hatte so eine Scheißchips. Und die Leute, die darunter leiden müssen, das seid letztendlich ihr, die Zuschauer von meinen Videos. Wenn ich keine Produkte zum Reviewen bekomme, dann kann ich auch keine Videos machen. Das ist ja selbstverständlich, ne? Ja. Und das soll jetzt auch schon hier ein bisschen Hate gegen Edeka sein, also gegen Aldi. Doch, gegen Aldi auch, aber gegen Lidl habe ich jetzt nicht. Lidl ist halt einfach relativ low, muss man sagen. Also es sind ganz schöne Opfer, muss ich sagen. Ja, aber, ja. Ich wollte das einfach mal rauslassen und Edeka, wenn ihr das seht, also, oder irgendwie ein Mitarbeiter von euch das sieht, ändert da mal was dran. Das geht so echt nicht weiter. Ich komme mir ein bisschen verarscht vor und ich denke mal, andere Kunden auch. Und wenn Burak wirklich bei euch hier einkauft, die Chips, dann würde ich ihn erstmal feuern, weil das ist schon nicht okay von ihm, dass der immer nur seine Lieblingschips sich holt und nicht irgendwie so gute Chips, ne? Ja. Egal. Ich bin echt angepisst. Euer Freizeitsnäge. Wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal.